Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchrezension. Ich freue mich unglaublich, dieses Video drehen zu können, weil ich mal wieder so total geflasht von einem Buch bin. Und zwar geht es um dieses hier, Addicted to You, Atemlos. Das ist der erste Teil von, ich glaube, dreien von Anne Leaton. Ist aus dem Heine Verlag. Ist ein Taschenbuch und hat gekostet 8,99 €. Und die anderen Teile heißen Schwerelos und Bedingungslos. Genau, also drei Teile, glaube ich. Und es ist ein Erotikroman. Und ich bin gar nicht mit so einer großen Erwartung rangegangen, weil ihr wisst, diejenigen, die meinen Kanal schon länger verfolgen, ich habe in der Vergangenheit schon diverse Erotikromane gelesen und war immer total enttäuscht. Meistens war es mir zu SM-lastig oder die Geschichte hinter dem Sex war mir einfach zu flach. Und deswegen hatte ich gar nicht so große Erwartungen in dieses Buch. Aber ich will irgendwie diesem Genre doch immer noch eine Chance geben. Und eine Zuschauerin hat mir dann geschrieben, dass ich doch das Buch mal demnächst lesen sollte. Also ich hatte es schon im Buchregal stehen. Und dann dachte ich, okay, machst es jetzt einfach. Und boah, ich war so, so überrascht und überwältigt und bin so froh, dass ich dieses Buch gelesen habe. Es ist unglaublich. Also kurz zum Inhalt. Es geht um Olivia. Sie ist halt ein sehr ruhiger Mensch. Eine Frau, die nicht weiß, wie sexy sie wirklich ist, sowas mag ich ja immer. Und auf einem Junggesellenabschied lernt sie den sexy Cash kennen, den sie am nächsten Morgen aus Versehen mit seinem Zwillingsbruder Nash verwechselt, der Freund ihrer Cousine ist. Und dann geht das Spielchen los. Also, sie verbringt viel Zeit mit Cash, sie verbringt viel Zeit mit Nash und ja, sie fühlt sich zu beiden Männern hingezogen. Es gibt auch den ein oder anderen Körperkontakt mit beiden. Aber Cash will sie eigentlich nicht nehmen, weil er der typische Bad Boy ist und sie sehr schlechte Erfahrungen mit Bad Boys gemacht hat in der Vergangenheit. Und Nash möchte sie nicht nehmen, weil er ja mit ihrer Cousine zusammen ist und sie ein riesengroßes Problem mit Fremdgehen hat und sie auch einfach nicht der Mensch ist, der einen anderen Menschen dazu anstiften würde, fremd zu gehen. Ja, sie steckt also so zwischen diesen zwei Männern, kommt aber auch nicht von ihnen los, kann sich auch nicht für einen von den beiden entscheiden, bis ihr diese Entscheidung ganz, ganz einfach in einem riesengroßen Bäm abgenommen wird. Und das ist so krass. Damit hätte ich im Leben nicht gerechnet, was da dann rauskommt. Und diesmal ist die Geschichte, also hier ist der Sex wirklich nebensächlich. Er ist gut geschrieben. Es ist kein SM bisher. Ich weiß nicht, wie es noch wird. Es ist richtig, die Sexszenen sind schön geschrieben, aber die Geschichte dahinter ist richtig, richtig gut. Es ist spannend, es ist extrem unerwartet und ich weiß nicht, ob es jetzt die Geschichte war oder der Schreibstil war oder beides zusammen, aber es hat mich so gefesselt. Ich habe das Buch innerhalb kürzester Zeit ausgelesen, also es sind, glaube ich, auch nur 330 Seiten, aber trotzdem, ich habe mir bewusst auch ganz, ganz viel Zeit genommen von meiner wenigen Freizeit, um dieses Buch halt einfach zu lesen. Und der Suchtfaktor ist extrem hoch. Also ich muss unbedingt sofort bald den zweiten Teil haben, weil es so, so krass ist. Die Geschichte. Weil ich jetzt so gespannt bin, wie es weitergeht. Es hat auch einen extrem gemeinen Cliffhanger. Und ja, ich kann euch das Buch wirklich nur ans Herz legen. Auch wenn ihr vielleicht nicht die Fans von Erotikromanen seid, dann lest es der Geschichte wegen. Wenn ihr Fans von Erotikromanen seid, dann lest es, weil hier auch mal die Geschichte richtig, richtig gut ist. Also ich bin absolut begeistert und dankbar für diesen Buchtipp. Ja, also ein absoluter, absoluter Geheimtipp von mir, Addicted to You, Atemlos. Natürlich möchte ich dieses Buch nach meinen üblichen Bewertungskriterien benoten. Dem Inhalt gebe ich eine 2+. Es muss ja noch Luft nach oben sein, wer weiß, wie die anderen zwei Teile werden. Ich glaube nämlich, dass es noch sehr, sehr spannend wird. Die Aufmachung bekommt nur eine 3. Mir gefällt zwar die Farbzusammenstellung, aber das war es ehrlich gesagt auch schon. Suchtfaktor bekommt eine 1-, weil ich bin super, super heiß auf den zweiten Teil. Romantik bekommt eine 2+. Das ist so eine Romantik, die mir sehr, sehr gut gefällt. Glaubwürdigkeit bekommt eine 4. Also es ist schon extrem krass. Und deswegen bekommt die Glaubwürdigkeit nur eine 4 von mir. Schreibstil bekommt eine 1, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Wisst ihr übrigens, ob es von der Autorin noch weitere Bücher gibt? Lesespaß bekommt eine 1-. Auch da ist noch Luft nach oben. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt auch eine 1. Ein Taschenbuch
für noch nicht mal 9 Euro und es hat wirklich so megamäßig Spaß gemacht. Eine absolute Empfehlung von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!